Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Löwen, bei mir, bei eurer Crazy Owl, zu eurem Zwischenimpuls für den August 2023. Ihr wisst, allgemeine Legung, diese Legung ist zeitlos, Rollen können vertauscht sein und ihr schaut die Legung bitte immer in eurer eigenen Verantwortung. Wenn es nicht eure Legung ist, macht es auch nicht zu eurer Legung. Wir haben heute das Heaven and Earth Tarot von Jack Sapiroth, Erat Aliquando von Yonanda Latura, das Gilded Reverie Lenormand von Ciro Marchetti. Ich kriege jedes Mal einen Knoten in der Zunge, wenn ich das sagen muss. Und die Faul-Runen am Start. Infos zu den Decks wie immer unten in der Infobox. Wilma ist natürlich auch dabei und jetzt geht's direkt los, liebe Löwen. Für alle, die den Löwe als Standzeichen im Mond, Venus oder Aszendent haben, welche Energie ist denn bei euch gerade im Feld? So, für die Löwen, Mitte August, was haben wir denn da? Was ist denn da gerade im Feld bei den Löwen? Da haben wir sie. Was haben wir denn da? Oho, der Herrscher. Der Herrscher, das ist Widder-Energie, das ist Feuerenergie, der Herrscher. Ihr wisst ja, wenn bei mir die Dame fällt, seid ihr als meine Zuschauer immer die Dame. Euer Gegenüber wäre der Herr. Rollen können vertauscht sein. Mit der Herrscherenergie seid ihr entweder in einer Energie, wo ihr eine neue Ebene erreicht habt und jetzt wirklich so euch fühlt, als ob ihr in eurem Herrschersein angekommen seid. Oder es ist so, dass ihr euch gerade beherrschen müsst, weil ihr einen neuen Rahmen stecken müsst, weil etwas vorgefallen ist, was dazu führt, dass die Rahmenbedingungen neu verhandelt werden müssen. Und da ist eben die Herrscherkraft gefragt, der kennt sein Reich, der weiß um seine Grenzen und die will er auch gewahrt haben und beachtet haben. Ja, das ist so die Herrscherenergie und vielleicht gab es hier ja eine Situation, die euch jetzt eben auffordert, in diese Herrscherkraft zu gehen. Schauen wir mal, was hier Erat Aliquando ergänzt. Worum geht's denn hier bei den Löwen? Sollte ich übrigens mal die Standzeichen in der Legung verwechseln, das ist leider einfach so, wenn ich so im Legeflow bin, dann schwurbelt's mir schon mal die Standzeichen oder Monate durcheinander. So, wir haben die Geduld, wir haben die Realität, wir haben die uralte Eibe. Ich würde gerne noch eine, würde ich noch nehmen. Eine nehme ich doch. Oh, da haben wir zwei. Na gut. Also, da haben wir den Uhu und die Maus. Okay, schauen wir gleich noch, was das Lenormand ergänzt. Was haben wir denn da für die Löwen? Die Zeit und die Fische. Oha, okay. Die verdeckte Energie ist interessant. Ich glaube, ihr seid gerade in einer Situation, wo ihr euch sehr beherrschen müsst, liebe Löwen. Wir haben hier nämlich in der Vergangenheit eher herausfordernde Karten liegen. Wir haben die 10 Schwerter. Also ihr habt vielleicht eine Art Diebstahl mit dem Kobold hier erfahren oder eine Art Verrat, Betrug, jemand hat euch was weggenommen. Vielleicht wurdet ihr auch, seid ihr jemandem auf den Leim gegangen. Ne? Ich will jetzt hier nicht Ver-A-Punkt-Punkt sagen. Und das hat wirklich, das nagt an euch. Also, vielleicht, also es hat an euch genagt, vielleicht nagt es auch immer noch an euch. Ne, die 10 Schwerter ist aber auch die Energie, wenn so eine tiefe Verletzung stattgefunden hat, dann ist aber dieser tiefe Schmerz bereits der Beginn der Heilung. Denn mehr wie 10 Schwerter geht nicht. Ja? Und das Ende einer Täuschung ist eben die Enttäuschung. Ja? Sie deutet das Ende einer Täuschung an. Und auch wenn das schmerzhaft war, so müsst ihr euch vielleicht gerade wirklich mit dem Herrscher eben
beherrschen. Ja? Ihr müsst neue Rahmenbedingungen stecken. Ihr müsst hier eine klare Kante ziehen. Ihr müsst eure Grenzen wieder, vielleicht ne, euren Grenzwall wieder aufbauen. Keine Ahnung wie. Also ihr seid da wirklich, ihr seid in irgendeiner Art und Weise vielleicht über den Tisch gezogen worden, betrogen worden. Euch wurde etwas gestohlen. Ne? Dieser Kobold klaut hier ja das Herz aus der Schatzkiste. Vielleicht wurdet ihr auch in Liebesdingen unschön behandelt, sage ich jetzt mal so. Ja, und hier müsst ihr euch neu beherrschen. Und dazu braucht ihr Geduld. Ihr braucht die Geduld, damit ihr der Realität ins Auge blicken könnt. Ja, hier gibt es nämlich mit der uralten Eibe, also so schmerzhaft das vielleicht gerade sein mag, aber dieser Schmerz ist nötig, damit ihr wirklich der Realität ins Auge blickt und damit mit der uralten Eibe eine Portaldurchschreitung vornehmen könnt. Ja, es geht darum, das ist auch die uralte Eibe, liegt hier wirklich in der Mitte, das ist also das zentrale Thema. Es geht hier um eine Portaldurchschreitung und mit dem Uhu und der Maus, also geht es darum, dass ihr ein neues Kapitel in eurem Leben schreibt. Der Uhu hat hier ein Buch, in dem steht, du bist alles und alles bist du. Und die Maus ist eine Glückskarte im Erat Aliquando, denn die hat einen Dietrich. Und die Maus findet immer einen Weg. Ganz wichtig, lieber Löwe, egal was dir da passiert ist, du wirst einen Weg finden. Und du wirst aus dieser Erfahrung lernen. Ja, du wirst geduldig deine Grenzen widersetzen, du wirst vielleicht das ein oder andere Mal um Beherrschung ringen müssen, aber du wirst hier, dir wird hier etwas offenbart. Also vielleicht geht es wirklich um ein neues Kapitel in deinem Leben oder es wird dir wirklich schlagartig etwas bewusst, ja, wie du hier mit der Maus dieses Thema lösen kannst. Okay. Dann haben wir vom Lenormand die Zeit und die Fische. Also die Zeit kann jetzt zum einen mit den Fischen, ne, die Fische stehen auch für Finanzen. Vielleicht wurde dir hier auch Geld aus der Tasche gezogen mit dem Kobold und den Mäusen. Ja, und du wurdest hier vielleicht auch finanziell, hast einen finanziellen Betrug erlitten. Und es ist aber hier mit der Zeit, also auch der, eine andere Deutung eben, dass du dich mit dem Thema Zeit befasst. Es ist höchste Zeit vielleicht, dass die Dinge bei dir wieder ins Fließen kommen. Ja, mit den Fischen ist auch immer dieses, der Fluss des Lebens gemeint. Fließt es in deinem Leben? Und wenn es wo nicht fließt, was gibt es da zu tun? Dann rufe die Kraft des Herrschers, ja, um hier wieder in deine Verantwortung zu gehen und die Dinge in den Fluss zu bringen. Vielleicht ist es auch Zeit, ja, dich mit deinen Seelenthemen hier zu befassen, ja, in deine Tiefen einzutauchen und zu überlegen, wann fühlst du dich denn wirklich wie ein Fisch im Wasser und wann eben nicht. Und das ist vielleicht auch dieser Realitätscheck, der hier ansteht, wo vielleicht auch das ein oder andere Kapitel umgeschrieben oder neu geschrieben werden muss. Oder darf, besser gesagt, ne? Es muss ja nichts. Du bist der Herrscher, du entscheidest. So. Welche Rune begleitet denn die Löwen? Welche Rune? Da habe ich sie. Oh, die Naudis. Okay, die Naudis ist die Rune der Notwende. Die macht dir einen Strich durch die Rechnung. Also du bist hier von irgendwem oder in irgendeiner Situation wurde dir etwas geraubt, du wurdest betrogen, belogen, über den Tisch gezogen, dir wurde Geld aus der Tasche gezogen, weiß ich nicht was. Und hier steht eine Kurskorrektur an für dich. Da wurde dir ein Strich durch die Rechnung gemacht. Und dieses ist aber, die Naudis ist eine Marienenergie. Das ist die Energie, die führt zu einem gewissen Fall. Ja, aber dieser Fall ist ja nicht gerade runter, sondern hier gibt es einen sanften Querstrich. Ja, ein sanfter Strich, der dir im Grunde durch die Rechnung gemacht wird, auch wenn er schmerzhaft ist. Aber die Naudis ist ganz wichtig, weil sie will dich, wenn du dir den Klang dieser Rune anhörst, know this,
Wisse das. Wir haben den Uhu hier liegen. Know this. Und es geht darum um now this. Ja? Also jetzt steht etwas an. Und zwar eine Portaldurchschreitung für dich. Und es steht für dich an, dass du in dein Herrscher-Dasein gehst. Dass du ganz klar weißt, hey, ich habe den Schlüssel. Ich finde immer einen Weg. Und die Naudis hat dich vielleicht vor noch größerem Schaden bewahrt. Ja? Auch wenn es jetzt im Moment vielleicht wirklich unangenehm und schmerzhaft für dich ist, lieber Löwe. Das war euer Zwischenimpuls. Ich freue mich auf eure Feedbacks und Kommentare. Sagt danke, wenn ihr mir ein Like, Abo da lasst oder meine Videos teilt. Fühlt euch umärmelt und gedrückt. Bis zum nächsten Video. Ciao, ciao, eure Crazy Owl.